Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. In dem heutigen Video möchte ich mir mit dir gemeinsam anschauen, was in dieser Box drin ist. Diese Box ist nicht irgendeine Box, ist auch nicht random von irgendjemandem, sondern das ist meine Geburtstagsbox. Da waren einige Geschenke drin, unter anderem eben auch Bücher. Und die möchte ich einmal mir gemeinsam mit dir anschauen. Ansonsten haben wir heute einen leicht veränderten Winkel, wie du siehst, weil dort viele Bücher liegen, aber die müssen da aktuell auch liegen. Dennoch zerstört es so ein bisschen den Hintergrund und deswegen dachte ich mir, drehen wir uns ein Stück und schauen uns auch mal diese Seite meines Regals an. Ich habe vor ein paar Wochen mittlerweile, aber noch in diesem Monat, Geburtstag gehabt und habe mir an sich gesagt, ich möchte keine Bücher, weil das Ding ist halt einfach, ich wünsche mir dann immer Bücher und dann auch so Bücher, bei denen ich sage, ja, hätte ich Bock drauf, aber ich würde aktuell dafür kein Geld ausgeben, ja, dann habe ich sie. Und dann lese ich sie nicht. Und das ist ja einfach nicht Sinn der Sache. Deswegen sind es andere Bücher, und zwar Klassiker. Ich zeige dir gleich, welche ich mir ausgesucht habe und was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall sind Klassiker ja etwas, was du auf meinem Kanal eigentlich nicht siehst. Ich glaube, vielleicht war ein oder zweimal ein Buch dabei, aber sonst eigentlich nicht. Das liegt daran, dass ich Klassiker sehr, sehr spannend finde, einfach weil sie eben vor langer Zeit geschrieben worden sind und trotzdem noch eine Relevanz haben. Und gleichzeitig kann man aber auch sehen, wie falsch man häufig liegt mit dem eigentlichen Inhalt. Denn ich habe entweder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich zum Beispiel im Buddy Read Frankenstein gelesen. Und man kennt ja von Frankenstein klassischerweise das, wie er zusammengeschustert wurde und wie er dann eben mit dem Blitz lebendig wird sozusagen. Im Buch hat das vielleicht einen Anteil genommen von 2 Seiten und ich habe es als Hörbuch gehört, also von vielleicht 2 Minuten. Länger war das nicht. Und die restliche Geschichte ist einfach nicht anders, aber nicht so, wie man sie eigentlich kennt. Zumindest nicht so, wie ich sie kannte. Ich meine, kann ja sein, dass es bei dir anders ist. Und das finde ich richtig, richtig spannend, dass man einfach sieht, okay, es ist einfach ganz anders. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man eben, je nachdem, wann das Buch geschrieben wurde und wie damals gesprochen wurde, sich erstmal darauf einstellen muss. Denn zum Beispiel habe ich auch letztes Jahr Der Sandmann gelesen und das war sprachlich schon eine Herausforderung. Nicht, weil es so super kompliziert war, sondern weil man halt erstmal reinkommen musste, um teilweise zu verstehen, was der Autor einem da erzählen möchte, dadurch, dass damals einfach sich anders ausgedrückt wurde. Und das finde ich sehr spannend und ich habe auch da oben in einem der Aufsätze, ich habe ja auf meinen Regalen überall Aufsätze, habe ich auch einige Klassiker, die ich nach wie vor lesen möchte. Aber da sie nicht richtig zu meinem Sub gehören, weil ich mich da nicht stressen möchte, ist es eben so, dass sie nicht so häufig vorkommen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, wenn es so weitergeht mit meinem Subabbau wie bisher, habe ich Bock, nächstes Jahr auf jeden Fall einen größeren Fokus auf Klassiker zu legen. Im Sinne von, dass ich wirklich regelmäßig im Monat 1, 2, 3, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, Klassiker lese. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob du auch Klassiker liest. Und wenn du eine Empfehlung hast, schreib sie ebenfalls in die Kommentare. Und was ich auch noch cool finde bei Klassikern, ist, wenn sie in neuen Büchern oder modernen Büchern wiedergegeben werden. Ich finde das nicht immer gut und es sollte auch nicht zu viel sein, aber einfach ist es irgendwie so heftig, wenn man sich überlegt. Das wurde vor vielen, vielen Jahren geschrieben und es ist immer noch irgendwie relevant in irgendeiner Form. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend, die Thematik. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, mach das sehr gerne, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du kein Video mehr. Zum Beispiel nicht, wenn am Donnerstag die Neuerscheinungen kommen und ich sage dir, das sind viele. Ich habe diese Liste schon vor ein, 2 Wochen erstellt. Ich dachte mir so, oh Gott, wie soll ich denn 5:1 dahin bekommen? Also von daher freue ich mich darauf schon mal. Und zum anderen am Sonntag, wenn mein Lesemarathon online kommt. Genau, darauf kannst du dich auf jeden Fall freuen. Und jetzt zeige ich dir aber mal die Bücher, die neu bei mir eingezogen sind. Also das ist einmal der Stapel. Es geht tatsächlich. Und sie sind alle sehr, sehr schön, denn es sind Schmuckausgaben, wenn man das so sagen kann. Und ich werde zum Inhalt gar nicht so viel sagen, weil ich es bei den meisten Büchern nicht weiß. Aber ich werde dir erklären, wieso ich diese Bücher haben wollte. Also wir haben dann erstmal Band 1 bis 4, ich glaube, das ist der zweite von Sherlock Holmes. Ich finde die sehr, sehr schön. Ich finde die Ausgaben extrem schön. Ich dachte nur, dass die größer wären. Also ich meine,
ist ja fast nur so groß wie mein Kopf, also von daher hätte ich gedacht, dass sie größer wären. Und da hat man dann verschiedene Fälle, zum Beispiel hier Studie in Scharlachrot und das Zeichen der Vier. Davon gibt es, wie gesagt, aktuell 4 Teile. Das dürfte der 4. sein. Da haben wir einmal der Hund der Baskervilles. Dann haben wir noch die anderen beiden Bände. Das ist vermutlich der 3., die Memoiren. Ich weiß aber nicht, ob die Reihenfolge jetzt ganz richtig ist. Und dann haben wir noch den 1. Band, die Abenteuer. Soweit ich weiß. Ja, ich finde, ich zeige sie dir einmal nochmal komplett. Hier sind sie einmal komplett, auch so sehr schön. Aber von vorne finde ich sie fast noch schöner. Auf jeden Fall ist es so, dass ich tatsächlich Sherlock Holmes sehr spannend finde. Also ich habe tatsächlich bisher, soweit ich weiß, außer vielleicht früher, das kann ich nicht ausschließen, habe ich noch nichts von Sherlock Holmes gelesen. Aber natürlich kennt man so die ein oder andere Geschichte. Und ich meine, da ich auch die 3 Fragezeichen mochte mitunter, auch wenn ich TKKG lieber mochte, aber die 3 Fragezeichen, da werden ja auch Anspielungen gemacht. Ich habe auch Sherlock geguckt mit Benjamin Cumberbatch, soweit ich weiß. Ja, mochte ich auch sehr gerne. Und von daher war ich einfach interessiert und, was man auch nicht vergessen darf, ich bin ja sehr großer Detektiv-Conan-Fan und da hat es ja auch einen Bezug. So kam eins zum anderen, ich mag Detektivgeschichten und dachte mir dann bei diesen schönen Ausgaben, okay, ich probiere es jetzt mal aus und lass mich auf die Geschichten ein. Und tatsächlich habe ich dann sogar eine Geschichte doppelt. Und zwar die Studie, beziehungsweise eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle. Ich muss sagen, ich habe das tatsächlich nicht richtig gesehen, aber ich bin trotzdem froh, dass ich diese nochmal einzeln habe. Ich finde erstmal die Version richtig schön, also finde ich sowieso diese leingebundenen Klassiker, habe ich halt schon einige davon und ich finde sie sehr, sehr schön. Wie gesagt, der Grund, ich wollte was lesen von Arthur Conan Doyle und dachte mir, das ist eine bekannte Geschichte, schauen wir uns die doch mal näher an. Dann haben wir als nächstes Buch einmal Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Und dieses Buch hat folgende Relevanz. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das auf YouTube geteilt habe, aber ich glaube schon. Ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen mit dem Namen Monster auf der Couch. Und darin ging es ja um Folgendes, nämlich dass eine Psychologin verschwindet und sie hat Studien durchgeführt bzw. hatte Patienten, unter anderem Dr. Frankenstein und sein Monster, aber eben auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde und auch noch 2 andere. Camilla auf jeden Fall. Und das letzte ist ein Buch, was ich gleich auch noch habe. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall ist es so, dass bei Frankenstein, da kannte ich ja die Geschichte und dadurch war das Buch direkt viel cooler, beziehungsweise die Passage mit Frankenstein. Und dann dachte ich mir, okay, ich besorge mir jetzt die Klassiker dazu und zwar eben dann in dem Fall Dr. Jekyll und Mr. Hyde und dann lese ich das Buch nochmal und dann wird es direkt cooler. Das war meine Überlegung, so kommt es zu diesem Buch. Dann machen wir auch direkt weiter mit dem 2. Buch, was eben eine Bewandtnis hat für dieses andere Buch, von dem ich gerade erzählt habe. Und zwar Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Wie gesagt, auch Dorian Gray war einer der Protagonisten, die im Buch analysiert worden sind. Und dementsprechend wollte ich auch hier wissen, wie es sein wird. Tatsächlich ist das Buch ein bisschen dicker als zum Beispiel eben Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber ja gut, mit 250 Seiten geht es auch klar, wenn der Schreibstil noch passt. Easy. Ich bin aber sehr gespannt, wie es sein wird, denn man hat ja schon durchaus einen kleinen Vorgeschmack bekommen in diesem anderen Buch und von daher bin ich gespannt, wie dann die ganze Geschichte sein wird. Jetzt haben wir noch 2 Bücher und zwar haben wir da einmal Die Maske des Roten Todes und weitere Schauergeschichten von Edgar Allan Poe. Dieses Buch wollte ich haben wegen des Autors. Ich habe auch schon von ihm viel gehört, aber nichts gelesen. Und dann dachte ich mir, okay, nehmen wir mit und beziehungsweise wünsche ich mir, ist ja genau genommen die Aussage. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Geschichten so sind. Und ich meine, Schauergeschichten, ich mag sowas. Ich mochte sowas auch früher schon sehr gerne. Von daher passt das. Und auch das letzte Buch hat damit einen Zusammenhang. Und zwar handelt es sich um japanische Geistergeschichten von Lafcadio Hearn. Und da dachte ich mir, ist mal was anderes. Ich weiß nicht, inwiefern sich japanische Geistergeschichten unterscheiden von anderen, aber es gibt ja auch einen Unterschied, finde ich zumindest, bei Horrorfilmen, wenn sie so aus dem asiatischen Bereich kommen oder eben aus dem amerikanischen Bereich. Und von daher wird wahrscheinlich auch bei den Schauergeschichten ein Unterschied sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Und ich muss ja sagen, Horrorfilme liebe ich ja, aber nicht, weil ich mich grusel, sondern weil ich es eher lustig finde, häufig. In 90% der Fälle. Und ich hatte, oder ich habe nach wie vor, eine Freundin, und wir haben früher immer zusammen Horrorfilme geguckt, um uns einfach nur zu beöbeln. Es war so lustig. Und ich war einmal im Kino und das war nochmal ein ganz anderes Ding. Ich war einmal im Kino zu dem Horrorfilm und ich sage nur so viel. Es gab am Ende eine Person, die hat versucht, von der mittleren Reihe im Kino nach hinten wegzufliehen von der Leinwand und hat die ganze Zeit rumgeschrien. Ja, oder genau, ist auch eine andere Szene, in der es so war, dass man hat es gesehen, wie ein Typ vor dem Computer saß, du hast ihn sozusagen angeguckt und hinter ihm war ein Türrahmen. Und in diesem Türrahmen ist irgendwann eine Person aufgetaucht, die böse. Und dementsprechend war ja klar, dass sie da nicht stehen bleiben wird im Normalfall, sondern zu ihm kommen wird. Und als sie dann zu ihm kam, ich war komplett relaxed, auf einmal fängt die Person, dieses Mädchen, hinter mir, fängt an zu schreien, als würde sie abgestochen werden. Und ich habe mich so erschreckt. Ach du Scheiße. Naja, von daher, Horrorfilme gucken kann geil sein, aber ich gucke es eher zur Unterhaltung. Das ist auf jeden Fall die Auswahl. Einige Klassiker sind dabei. Ich freue mich da sehr drauf. Ich finde, sie sehen sehr schön aus. Und wie gesagt, ich habe auch schon ein paar weitere. Ich muss auch sagen, in der Schulzeit damals, da liest man ja manchmal Klassiker, habe ich außer am Ende auch alle Bücher gelesen. Ja, also was soll ich sagen? Das heißt nichts. Aber ich dachte mir, okay, ich lese den Scheiß jetzt mal. Da hatte ich also auch schon einige Geschichten dabei. Sowas wie Effie Briest, Emilia Carlotti, Johanna und die Heiligen Schlachthöfe. Heißt das Ding so? Ich weiß es gar nicht so genau, aber ein paar Bücher waren auf jeden Fall dabei. Oder der Erbsenzähler-Typi, Wojciech, genau. Also von daher, das dazu. Ich muss ja auch sagen, ich finde heutzutage so dieses Klassikerlesen in der Schule, weiß ich nicht. Ich finde, so eine Mischung wäre ganz cool zwischen neuer und älter und nicht so viel alt oder eben neue Bezüge herstellen. Aber egal, das nur am Rande. Das war es auch schon mit diesem Video. In der Kiste ist sonst nur noch so ein Geschirrtuch zum Beispiel. Ich habe das irgendwie, dass meine Mutter denkt, ich bräuchte Geschirrtücher. Ich habe auch letztes Jahr Sachen in Geschirrtüchern bekommen. Aber ich meine, kann nicht schaden. Ich meine, so ein Geschirrtuch ist immer noch besser als, oder was ist besser, ist nachhaltiger in Anführungsstrichen als Geschenkpapier. Dementsprechend das auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei einem nächsten Video wieder mit dabei bist und mir gegebenenfalls ein Like und ein Kommentar da lässt. Und dann können wir uns gerne darüber austauschen. Bis dann!